Servus liebe Bike-Freunde, in diesem Video zeige ich euch, wie man die 2020er Schramm Eagle mit 52 Zähnen richtig einstellt. Seit 2020 gibt es die Schramm Eagle Schaltungen hinten mit 52 Zähnen und dazu liefert Schramm dieses neue Werkzeug zum Einstellen des Abstandes vom Schaltwerk zu dem Ritzelpaket zur Verfügung. Das ist das alte für die 50 Zahn Version und ich zeige euch jetzt, wie man dieses Tool benutzt. Das ist ganz einfach. Es wird dazu benutzt, um den Abstand des Röllchens zu dem Ritzelpaket richtig einzustellen. Das ist nämlich sehr wichtig bei diesen Eagle-Schaltungen, dass das wirklich ganz genau eingestellt ist, dieser Abstand, denn nur dann funktionieren sie gescheit. Eingestellt wird das Ganze hinten an der B-Screw, die ihr hier seht. Ihr macht das mit einem Dreier-Inbus. Hier unten seht ihr das obere Röllchen von dem Schaltwerk und dessen Abstand zu dem Ritzel stellen wir hier ein. Zuerst schalten wir in den zweiten Gang, also in den zweitgrößten, auf das zweitgrößte Ritzel. Jetzt setze ich dieses Tool auf. Ihr seht in dem Video, wie rum das aufgesetzt wird. Ganz wichtig ist es hierbei darauf zu achten, dass das komplett satt mit beiden Seiten richtig auf dem größten Ritzel drauf sitzt. Ihr müsst dann durch dieses kleine Sichtfenster die einzelnen Zähnchen gleichmäßig sehen. Es darf halt nicht schief da drauf sitzen. Ich drehe nun das ganze Ritzelpaket mitsamt des Tools rückwärts zurück, sodass es in die Nähe des Schaltwerkes kommt. Und zwar seht ihr unten so eine kleine Aussparung mit so einem spitzen Pfeil. Und zwar ist das Ziel jetzt, dass dieser Pfeil genau auf die Schraube zeigt, in die Mitte der Schraube, mit der das obere Röllchen des Schaltwerkes befestigt ist. Und dazu müsst ihr nur mit der B-Screw hinten, mit einem Dreier-Inbus, rein oder raus ein bisschen drehen. Und wenn das der Pfeil genau dort hinein zeigt, in die Mitte, dann seid ihr richtig. Tja, und damit sollte eure Schramm Eagle Schaltung mit 52 Zähnen eigentlich gescheit funktionieren. Wenn sie es nicht tut, könnt ihr mir ruhig in die Kommentare reinschreiben. Oder wenn ich euch geholfen habe, das ist so ein bisschen undurchsichtig, wie dieses Ding funktioniert, erstmal, wenn man das bekommt, schreibt mir das ruhig in die Kommentare rein. Ganz wichtig, das ist nur für die Schramm 2020 mit 52 Zähnen. Mit 50 Zähnen benutzt ihr dieses rote Tool, das auch immer den Kassetten beiliegt. Das weiße sollte eigentlich auch der Kassette beiliegen. Funktioniert ein bisschen anders bei 50 Zähnen.